Er hat ein Lächeln auf den Lippen, kein Wunder. Schließlich hat er hier gewonnen bei We Love MMA in Stuttgart. Pascal Hinson im Co-Main-Event. Und die Halle, die hat nachher getobt. Submission-Sieg in der zweiten Runde. Beschreib mal selber so ein bisschen, wie war der Ablauf für dich? Ja, so wie immer. So ich, meine Coaches bereiten mich vor, wärmen mich auf. Und ich merke das Adrenalin, aber ich bleibe immer noch trotzdem halbwegs cool. Und dann kämpfe ich. Ich muss in der ersten Runde mal ein bisschen reinkommen. Und dann war ich dann später drin und dann lief alles halt so wie geschmiert. Das klingt wirklich ganz ruhig und man hat das Gefühl, du ruhst auch in dir. Es war so ein bisschen der Kampf der Generationen. Der jüngere Mann und dann natürlich gegen Silvester Hasny, der wesentlich älter, erfahrener ist. Was hat den Ausschlag gegeben? Du hast ihn dominiert von der ersten Runde an. Ja, ich habe ja auch schon ganz gute Amateurerfahrung und ich habe auch schon gegen Leute gekämpft, die viele Kämpfe haben. Also macht mir das nicht so viel aus. Was war das Schwierigste an Silvester? Er ist ein zäher Hund. Er ist ein wirklich erfahrener, gestandener Recke hier im Cage. Ja, der ist ziemlich zäh und generell, er ist auch physisch ziemlich stark. So, ich wusste, er hat eine gute Guillotine, auf die muss ich aufpassen. Er hat sie auch einmal versucht im Kampf, aber konnte ich dann verteidigen. Das Lächeln, jetzt ist es da. Sonst wirkst du immer sehr ruhig, wirkst sozusagen so ein bisschen in dich gekehrt. Bist du ein Typ, der braucht so ein bisschen erstmal Anlaufzeit? Du hast ja gesagt, so die erste Runde, du musst es gucken. Ja, ein bisschen Anlaufzeit brauche ich schon so. Und wenn ich dann warm gelaufen bin, dann läuft es dann. Da bist du schwer zu stoppen. Was ist denn so dein Fahrplan jetzt für die Zukunft, die nächsten Monate, vielleicht die nächsten Jahre? Gibt es so einen sportlichen Plan? Na genau, Plan jetzt nicht, aber ich versuche hier einen Titelkampf zu kriegen bei We Love MMA. Mal sehen, wen ich dafür noch besiegen muss. Und dann gehe ich darauf zu, dass ich mir den Titel hole hier. Pascal, vielen Dank. Du hast eine super Visitenkarte abgegeben. Ich denke mal, also ein Titelkampf, der wäre durchaus möglich und in nächster Zeit, da werden sie über dich gehen müssen. Ist es für dich auch so eine Wunschvorstellung, dass du nicht der Jäger bist, sondern eher der Gejagte, dass du merkst, ja, die wollen ja mich schlagen? Naja, ist mir egal, eigentlich. Ist mir egal. Okay, danke, dass du Zeit genommen hast. Glückwunsch nochmal zum Sieg. Dankeschön. Bis demnächst. Pascal Hinson.